Hallo, grüß euch. Ja, heute habe ich einen Tag 20 meiner Saftkur. 20 hört sich schon mal extrem gut an, weil jetzt ist schon der Zweier da, wo man sagt, ja, da geht es dann schon ein Ende zu. Und ja, man muss sagen, ja, zwei Drittel sind geschafft. Und wie geht's mir? Ja, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. In den letzten Tagen, ja, war es einfach so, dass ich fit war. Es war zwar schon einmal wieder ein Tag dabei, es war einmal der Freitag am Nachmittag, da habe ich Vormittag noch gearbeitet und da habe ich vor allem am Nachmittag aber einen Einbruch gehabt. Und ja, das sind immer so unerklärliche Momente, die sind halt einmal so, aber nichtsdestotrotz, es geht mir trotzdem im Gesamten gesehen sehr gut. Gewicht habe ich jetzt irgendwas mit 74,5 oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall irgendwas mit 74. Und ja, heute haben wir Sonntag. Die Wochen jetzt sind immer am schwierigsten, weil ja, da ist man immer mit Leuten benannt, die dann oft neben dir essen oder so. In der Arbeit kann man sich immer ein bisschen einteilen und verhindern, beziehungsweise ist man immer gut abgelenkt durch die Arbeit. Und ja, Claudia hat 5 Tage gemacht und hat dann gesehen, ja, wie schwer das Ganze ist. Und die hat aber jetzt wieder angefangen mit den Aufbautagen. Und da habe ich dann schon ein paar leckere Sachen gemacht. Oder beziehungsweise dieses Hauptmenü, was ich voriges Jahr auch am ersten Tag wieder gegessen habe. Und dann auch schon bei der Zubereitung, wo ich das gemacht habe. Und du stehst dort und sagst, boah, da rennt dir wirklich das Wasser im Mund zusammen. Da fängt der Magen zum Knurren an. Da hast du wirklich alle Zustände dann. Und dabei denken wir dann, ich freue mich so, weil in circa 10 Tagen kann man dann dieses Gericht machen. Und ja, und so muss ich heute halt weiter Claudia zuschauen, wenn sie auch die leckeren Sachen auch in den Aufbautagen eben dann isst. Was gibt's nur zum Sagen? Was waren nur welche Highlights? Punkto Kleidergröße muss ich sagen. Heute bin ich in den Hosen reingeschlupft, die habe ich vor der Saftkur nicht einmal mehr über die Knie drüber gebracht. Ja. Und da habe ich mir heute gedacht, naja, vielleicht über die Knie bringe ich es drüber, aber geschweige denn, dass ich sage, die Knöpfe zu machen oder ganz oben den letzten Knopf, das wird sich niemals ausgehen. Und siehe da, ja, ich nehme das außer und auf einmal komme ich drüber über die Knie und auch der letzte Knopf, sogar den habe ich zugebracht. Und da denke ich mir, boah. Und das sind dann die schönen, die Erfolgserlebnisse. Das ist dann das, was man dann wieder aufbaut, wo man sagt, hey, ja, da macht das Ganze einen Sinn, da ist man wieder motiviert, da beißt man rein und sagt, boah, das ist einfach eine tolle Sache. Ja, einfach ein Erfolgserlebnis, dass man weitermacht. Und das sind dann einfach die letzten Tage, wo man sagt, die sind zwar auch voll schwer, aber sie sind von der Motivation her schon so toll, wenn man eben schon diese ganzen Erfolge hat. Und diese Erfolge wird man sich nie zunichte machen lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, eins von den wesentlichen Elemente, warum dass man es dann so viele Tage schafft. Wenn du über einen gewissen Punkt drüber bist, über, ich sage mal, zwischen 5 und 10 Tagen, dann ist es eigentlich von der Psychologie her schon so gut, dass du sagst, boah, ich bin so gut, ich mache einfach weiter. Ja. Also nur so einmal am Rande. Jetzt habe ich nur ein schönes Platz gefunden für den Abschluss. Claudia ist eben schon ein bisschen vorgegangen. Die hat sich jetzt da gerade hingesetzt auf so einen schönen Holzstapel. Ja, wunderschöner Sonntag, so frühlingshaft alles. Ich liebe die Zeit, wunderschön. Und auch wenn man jetzt weiß, man hat schon so viele Tage geschafft. Claudia ist halt ein bisschen zerknautscht oder die hat ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen. Ja, ich weiß nicht, mit den Aufbautagen. Sie hat zwar jetzt alles richtig gemacht, aber das kann natürlich sein, dass die eine oder andere Reaktion auf den Körper ist, was man nicht vorhersehen kann. Ja, das war jetzt schon wieder soweit, der kurze Bericht. Und schauen wir in den nächsten Tagen, wie es mir weitergeht. Und wie gesagt, das habe ich auch noch mal versprochen, vielleicht, dass ich mal ein paar Vorher-Nachher-Fotos einblende.
dass man da auch ein bisschen sieht, wie schaut das aus von der Figur her, wie man da annimmt und so weiter. Okay, also dann, viert euch.